Здравствуйте, меня зовут Михаил. Einen wunderschönen guten Tag, da ist er, euer Micha, oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch. Ja, gestern noch in Ramstein, heute im wunderschönen Thüringen, ja, zum Wunderspaziergang. Und ja, wenn es euch gefällt, was euer Micha so macht, folgt mir auf meinen Kanälen, ihr könnt mich finanziell auch unterstützen, jeder Euro zählt. Immer noch tun, und du hast ihnen alles gegeben. Sicherlich, nur dort, wo es Frieden gibt, könnte die Jungfrau berühren. Vielleicht darf ich ja auch die Technik schön. Sagen, es war schön zu sehen, dass zwei Drittel der Teilnehmer, wir würden sagen, Wessis waren. Und von den Wessis waren die Hälfte Russen. Und man sagt uns Ostdeutschen ja nach, dass wir die Freundschaft oder die Sympathie zu Russland mehr haben als die Wessis. Nein, es war dort genauso. Die Freundschaft und der Friedenswille zu Russland war von den Wessis genauso zu spüren wie von den Ossis. Und von den Russen, die mit dort waren. Und jetzt muss man sich vorstellen, Hand in Hand, Ostdeutsche, Westdeutsche, da dürfte es eigentlich keine Trennung mehr geben, aber leider existiert sie noch, zusammen mit Russen vor der amerikanischen Airbase und alle zusammen haben wir laut skandiert, Ami go home! Ami go home! Ich denke, es wird in nächster Zeit ganz, ganz viel passieren. Ich habe gestern von der Bühne gerufen, dass wir uns im Aufbruch in eine neue Zeit befinden. Und das habe ich auch so gemeint. Es wird ganz, ganz viel in den nächsten Monaten passieren. Vielen Dank. Ja, meine Lieben, das war euer Micha oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch unterwegs in Deutschland. Die Alternative zu den GEZ-Medien. Ja, wenn es euch gefällt, was euer Micha so macht,
Folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt.